Willkommen zurück. Die EU und die NATO prüfen nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny ihren weiteren Umgang mit Russland. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat Sanktionen ins Spiel gebracht. Die NATO will heute in einer Sondersitzung über den Fall beraten. Auch in Berlin werden Rufe nach Konsequenzen lauter. Die FDP und die Grünen fordern, das Erdgasprojekt Nord Stream 2 zu stoppen. Russland behauptet weiterhin, nichts mit der Vergiftung Nawalnys zu tun zu haben. Deutschland solle Beweise vorlegen, heißt es aus Moskau. Da wollen wir drüber sprechen mit Christopher Nehring. Er ist Geheimdienstexperte und Forschungsleiter beim Deutschen Spionagemuseum. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen, freue mich auch. Herr Nehring, bei all dem, was man bislang über den Fall Nawalny weiß, würden Sie von einem Geheimdienstakt ausgehen oder eher das Werk krimineller Kräfte vermuten? Nun, sagen wir mal, die Indizien deuten stark auf eine Geheimdienstbeteiligung hin. Das ist natürlich kein abschließender Beweis, aber die Vorgehensweise, auch das eingesetzte Gift, sind starke Indikatoren dafür. Man muss sich allerdings auch vor Augen halten, dass die Trennlinie zwischen organisiertem Verbrechen und russischen Geheimdiensten manchmal sehr schwammig verläuft. Wie stark, wie fähig sind denn die russischen Geheimdienste noch? Nun, schlagkräftig sind sie absolut. Sie werden auch vor allem seit dem Konflikt in der Ostukraine und der Krim in einem System gehalten, in dem eine ständige Konkurrenz möglichst aggressive Lösungen für politische Probleme bevorzugt und gefördert werden. Die drei großen russischen Geheimdienste, der Inlandsgeheimdienst FSB, der Auslandsgeheimdienst SWR und der Militärgeheimdienst GRU, konkurrieren in diesem System miteinander und haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie sich der politischen Führung anbieten wollen, um politische und militärische Probleme, wenn man das so ausdrücken will, zu lösen. Dazu zählte auch der Einsatz von Gewalt und Gift. Herr Nehring, das ist jetzt etwas schwierig, die folgende Frage vernünftig zu formulieren. Gesetzt den Fall, es sind russische Geheimdienste, die dahinter stecken. Skripal und seine Tochter haben überlebt. Auch Nawalny wird überleben. Das ist natürlich gut, Gott sei Dank. Aber das sagt doch einiges eher über die Unfähigkeit der Geheimdienste aus, oder? Ja und nein, das kommt natürlich darauf an, wie man den Erfolg bei diesen Einsätzen definieren möchte. Und Erfolg muss nicht unbedingt nur die erfolgreiche Tötung bedeuten. In beiden Fällen ist es so, dass eine starke psychologische Botschaft gesendet wurde. Im Fall Nawalny erscheint es darüber hinaus äußerst ungewiss bis unwahrscheinlich, dass er überhaupt jemals wieder seine politische Tätigkeit in Russland ausüben kann. Das heißt, in der Hinsicht hat man schon einen gewissen Erfolg erzielt. In beiden Fällen ist es zum Beispiel auch gelungen, sowohl das Gift unerkannt an den Tatort zu bringen, einen ausführenden Täter dort zu platzieren, der unerkannt wieder den Tatort verlassen konnte und für eine Situation gesorgt hat, in der am Ende kein glasklarer Beweis, sondern lediglich Indizien vorhanden sind. Das bedeutet, man muss immer dabei unterscheiden, nicht nur die erfolgreiche Tötung ist auch nur ein Erfolg und alles andere wäre ein Misserfolg. Natürlich kann man sagen, und die lange Geschichte des politischen Mordes innerhalb Russlands und der russischen Geheimdienste zeigt auch immer wieder, dass dass man bei diesen Anschlägen weniger erfolgreich ist, als die große Öffentlichkeit und diese spektakulären Fälle manchmal vielleicht glauben lassen. Herr Nehring, wie unabhängig von konkreten Ansagen aus dem Kreml können die drei russischen Geheimdienste, die Sie gerade genannt haben, agieren? Nun, das ist eine sehr schwierige Frage, solange man nicht drinsteckt. Grundsätzlich ist es so, dass die politische Führung immer wieder durch gezielte Maßnahmen, auch durch gezielten Personalwechsel versucht, so viel Einfluss wie möglich über diese Dienste zu haben. Andererseits sind die russischen Geheimdienste, ähnlich wie viele russische Behörden, bekannt für grassierende Korruption, Misswirtschaft.
Der russische Oligarch Michail Chodorkowski, der nun in der Schweiz sitzt, hat zum Beispiel vor kurzem eine Liste veröffentlicht, eine Preisliste des Inlandsgeheimdienstes FSB, wo man sich Überwachung bestimmter Personen kaufen kann, wenn man dann genügend Geld und Kontakte hat. Das heißt, es ist kein System, in dem wirklich die letzte Entscheidung bis auf die unterste Ebene wirklich absolut vorhersehbar ist. Was man aber sicher sagen kann, vor allem aus Zeiten des Kalten Krieges und auch danach, dass politische Morde, soweit wir wissen, immer der Zustimmung nicht nur der obersten Geheimdienstebene, sondern auch der politischen Ebene bedurft haben. Herr Nehring, besten Dank für die Ausführungen hier bei uns.